Check mit Laura Nongce hier auf der Antenne 9.44 Uhr. Schönen guten Morgen. Was haben die Fernsehmoderatoren Ingolf Lück, Knacki Deuser, der Schwabe Dodo Kay, der Postbeamte Hans-Hermann Thielke und Comedian Florian Simbeck gemeinsam? Sie alle stehen am 8. April im Kurhaus gemeinsam für den guten Zweck auf einer Bühne. Die Benefizveranstaltung Bad Kreuznach lacht lädt wieder ein, bereits zum 4. Mal. Und in diesem Jahr darf auch der frühere Teil des Erkan und Stefan-Duos Florian Simbeck nicht fehlen. Womit willst du uns denn überraschen, Florian? Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich erzähle aus meinem Leben krasse Geschichten von Frau und Kindern und dass ich einfach irgendwie nicht erwachsen werden kann. Ne? Man ist ja irgendwie immer noch Zocker-Daddy, wenn man früher gerne gezockt hat. Aber man kommt die Kinder, man möchte Vorbild sein und geht einfach alles schief. In diesem Jahr wird die Stiftung Augenblicke unterstützt und damit überwiegend Kinder, die im Zuge ihrer Krankheit auf jeden Cent angewiesen sind. Florian, deine Kollegen sind bisher alle der Meinung gewesen, dass ernste Benefizthemen und Humor hervorragend zusammenpassen. Wie siehst du das Ganze denn? Ich finde, Humor ist immer eine Geschichte, wo das Herz bei den Menschen aufgeht. Da erreicht man Menschen, die man sonst nicht erreichen würde. Mhm. Da sind die emotional viel offener und dann kann man auch mal ein ernstes Thema zwischen reinschieben. Ich finde, das ist eine ganz gute Kombination. Die Zeiten, in denen das Comedy-Duo Erkan und Stefan die Kinoleinwände mit ihren Streifen eroberten, sind nun wieder eine ganze Weile her. Inzwischen tourst du als Solokünstler durch ganz Deutschland. Ganz ehrlich, wobei fühlst du dich wohler? Fernsehen und Kino macht natürlich sehr viel Spaß, weil viele Leute gemeinsam an einem tollen Projekt arbeiten und da arbeitet man sehr, sehr auf den Punkt und auf der Bühne geht es dann viel, viel schneller. Also man hat das Publikum direkt vor Augen und das Feedback kommt sofort. Und wenn es dann Film im Kino läuft oder im Fernsehen, ist man eigentlich nie dabei und weiß gar nicht, wie es den Leuten wirklich gefällt. Deswegen hat beides so seine Vorteile. Die Reichweite beim Fernsehen ist größer, aber bei Live-Auftritten vor echtem Publikum ist es einfach ein bisschen wärmer und letztendlich fühlt man sich da wohler. Dann sprechen wir auch noch mal kurz über den privaten Florian. Du lebst in der Nähe von München, bist verheiratet, hast zwei Kinder. Was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du mal nicht auf der Bühne bist? In meiner Freizeit, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, dann gehe ich entweder mit meinem Sohn auf den Fußballplatz. Das macht viel Spaß. Der spielt Kreisliga und irgendwie finde ich das teilweise spannender als die WM-Spiele. Oder ja, ich spiele ganz gerne, ich zocke. Und wir sind umgezogen, das heißt, ich packe eigentlich immer noch Kartons aus. Naja, schön. Florian Simbeck, vielen vielleicht noch besser bekannt als Stefan des Comedy-Duos Erkan und Stefan, ist einer von insgesamt 5 Künstlern, die in diesem Jahr für Bad Kreuznach lacht auftreten. Und jetzt möchte er Sie gerne auch nochmal persönlich einladen. Hi Leute, hier ist Florian Simbeck und am 8. April findet wieder Bad Kreuznach lacht statt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn alle kommen und wenn es ein richtig geiler Abend wird. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank, Florian Simbeck, und wenn Sie jetzt noch dabei sein möchten, dann beeilen Sie sich doch. Sichern Sie sich ganz schnell noch Tickets für den 8. April. Am besten ganz bequem online kaufen unter www.badkreuznach-lacht.de. Schönen guten Morgen an diesem Freitag hier auf der Antenne.